Hallo auf meinem Internetkanal. Wieder muss ich ruhig bleiben bei meinem Beitrag, wie die Grünen und hauptsächlich die Grünen einem Atomkrieg massiven Vorschub leisten und wie sie dann von irgendwelchen anderen Grünen verteidigt werden, die sich hier als Follower auf meinem Kanal ergeben. Wenn Sie das interessiert, wie Zelensky lügt, dass es nur so kracht, im Bereich Atomwaffen und die Grünen dann noch weiter Waffen liefern, dann hören Sie mir weiter zu. Das ist eigentlich alles ganz einfach und für jeden normalen Menschen, der nicht ideologisiert ist, nachzuvollziehen. Wir fangen an. Ich hatte also einen Beitrag gemacht, wie Deutschland kräftig beim kommenden Atomkrieg mitmischt und den Atomwaffensperrvertrag verletzt. Dann habe ich gesagt, das ist ein Beitrag von mir, können Sie gucken, vor wenigen Tagen. Und dann kriege ich gesagt, die nukleare Teilhabe verletzt den Atomwaffensperrvertrag nicht. Das ist richtig und nicht richtig, weil die Grünen sind ja für Gerechtigkeit für die Umwelt. Jeder dieser Grünen will ja das CO2 vermindern und so weiter, dass die Umwelt keinen Schaden nimmt. Das ist das, was die versuchen uns zu erklären, was die versuchen uns glauben zu machen, was sie wollen. Das ist definitiv eine Lüge. Die Grünen sind diesbezüglich Lügner, weil sie ja offensichtlich eine atomare Verstrahlung der Erde in Betracht ziehen. Das interessiert sie nicht. Also wir sind gegen Atomkraftwerke, aber gleichzeitig, also hier steht ja, wie man den Bogen zu den Grünen spannen kann, bleibt das Geheimnis des Autors. Also ich bin der Autor. Also nur ein Ideologe oder ein völlig gehirnamputierter Vollidiot kann einen Unterschied zwischen einer Explosion eines Atomkraftwerks und einer Atombombe leugnen. Das ist dieser Typ, der hier unter Koala firmiert, ist ein Leugner der Atomgefahr von Atombomben. Da haben wir heute, das ist ein Grüne, weil er sagt ja, die Grünen sind ja aber ganz tolle Menschen. Wie wir wissen, sind die Grünen erstmal ganz toll. Nein, das ist falsch, das ist hier. Wir haben erstmal die Historie. Keine Waffen in Diktaturen und Krisengebiete. Eieieiei, also das ist kein Krisengebiet, das ist Kriegsgebiet und dann darf ich jetzt plötzlich liefern. Und dann hat der Hofreiter natürlich gesagt, es gab ja keine andere Möglichkeit, da Waffen reinzuliefern. Und dann werde ich Ihnen zeigen, wie es losgeht. In jedem Fall hat mir mein Follower Koala, der natürlich nicht unter Klarnamen schreibt, Es ist mithin amüsant, dass jeder meint, den Verlauf eines Atomkriegs vorhersehen zu können. Na. Also, vor ungefähr im Kalten Krieg, da wusste jeder noch, dass der Wurf einer Atombombe ein nicht wieder gut zu machendes Ding ist, weil die das alles ausprobiert haben. Heutzutage liefert Deutschland und insbesondere die Grünen liefern Waffen an einen Staat, der einen Präventivschlag mit Atomwaffen fordert. Auf diese Schnapsidee, auf diese menschenverachtende, widerwärtige Nazi-Idee ist zu Zeiten des Kalten Krieges niemand gekommen. Nur jetzt ist das. Jetzt wird eine Idee, einen atomaren Präventivschlag, der jeden Nazi in den Schatten stellt, das wird verlangt von jemand und für den liefert eine Frau Baerbock als Außenministerin und ein Herr, der so aussieht, sorry, wie ein Affe, liefert diesen Leuten Waffen. Das ist richtig, dass jeder meint, das verstehen zu wollen, aber heutzutage sind die Interessen und der Welt genau dieselben geblieben. Die Amerikaner wollen Energie, Öl und Gas. Das ist die Interesse, ist alles gleich geblieben. Aber das hat er irgendwie nicht verstanden.
Also Atomkrieg bleibt, wird, damals hatte man noch Hirn, mittlerweile haben wir die Grünen. So, jetzt zeige ich Ihnen, woran man das sehen kann. Und zwar hatte ich ja letztens gesagt, gut, nukleare Teil, also gut, er schreibt, die nukleare Teilhabe verletzt den Atomwaffensperrvertrag nicht. Jetzt muss ich mich mal fragen, wenn ich doch so ein guter Mensch bin, dann halte ich mich aus diesen Atommanövern raus. Nein, die Grünen springen rein. Niemand dieser Grünen war bei der Bundeswehr und hat gesehen, wie Offiziere in der Schießbahn sich fast in die Hosen geschissen haben, als es da Querschläger in der Schießbahn gab. Nein, das sind Leute, die sind völlig weg von der Welt. Wenn die mal, die haben noch nie einen Schuss gesehen und wollen den Krieg. Das ist grün. So, Grüne sind offensichtliche, so ich es sehe, Kriegshetzer. Das ist meine Meinung. Die wollen Krieg, weil niemand diesen Krieg, niemand von diesen Leuten war bei der Bundeswehr. Das ist nicht lustig, bei minus 30 Grad da rumzukriechen oder solche Sachen, wo man Leute hat, die Todesangst haben. Aber das haben die noch nicht gehabt. Und jetzt gehen wir weiter. Ich werde nämlich wirklich patzig jetzt langsam. Und jetzt kommt dann die Aktion, dass Herr, gut, und wir haben doch, und es wird gesagt, es wird behauptet, Selenskyj, Moskau behauptet, das ist reine Verschwörungstheorie, dass Selenskyj eine schmutzige Bombe vorbereitet. Und das wird natürlich sofort bestritten, reflexartig, das wäre es mal hier. Und zwar ist das die Verschwörungstheorie-Seite, Moment, wo ist die? Das ist die Verschwörungstheorie-Seite, von meiner Seite, die ich jetzt zitiere. Moskau besorgt über schmutzig, aber Kiew weist Vorwürfe sofort Vorwürfe zurück. Das habe ich in den letzten schon mal gezeigt und dann kommt die tolle Argumentation. Erstens ist die Ukraine engagiertes Mitglied des Atomwaffensperrvertrages. Also da sind die Leute, wenn ich keine Nuklearmacht bin, darf ich Atomwaffen nicht annehmen. Das ist ein engagiertes Mitglied, das steht da drin. Und das ist die Argumentation, keine schmutzige Bombe zu bauen. Also eine schmutzige Bombe ist radioaktives Material, was in jedem Atomreaktor rumfliegt. Da nehmen sie eine normale Bombe und verstrahlen da die ganze Landschaften, um andere Leute zu schädigen. Das ist sowas, ungefähr sowas, wie wenn ein Atomreaktor explodiert. Und eben Selenskyj argumentiert, erstens ist die Ukraine ein engagiertes Mitglied des Atomwaffensperrvertrages. Und was stimmt da? Schauen wir doch mal nach. Und zwar ist das ein ganz normaler Artikel von DW. DW, irgend so eine DW, Made for Mainz. Hier steht, und zwar war der ukrainische Außenminister im Jahre 2021 in Deutschland. Und was hat er gesagt? Der engagierte Verfechter des Atomwaffensperrvertrages, Kiew, ein Nicht-Nuklearland, denkt über atomare Aufrüstung nach. Und zwar, und da steht dann drin, fast klang es wie eine Drohung. Entweder wird die Ukraine NATO-Mitglied oder Kiew zieht eine atomare Aufrüstung in Betracht. Also, was bedeutet es, wenn Kiew in der NATO ist, dann werden da Atomwaffen stationiert. Ganz klare Geschichte, weil die direkt 300 Kilometer vor Moskau sitzen. Oder Kiew besorgt sich selbst Atomwaffen. Und hier sagt doch falsch, hier sagt der Herr Selenskyj, erstens ist die Ukraine ist engagiertes Mitglied des Atomwaffensperrvertrags. Das ist eine Lüge. Sie sehen, Selenskyj lügt, um Atomwaffen einsetzen zu dürfen. Und er hat ja auch schließlich den Einsatz eines atomaren Präventivschlags verlangt. Also etwas, was im Kalten Krieg sich niemand auf die Idee gekommen ist, weil da nicht solche Irren, nicht mal die Russen oder sowas, sind auf so einen irren, gehirnkranken Vorschlag gekommen. Aber er versucht, Selenskyj, versucht die Bundesregierung mit zu erpressen, dass er Atomwaffen kriegt und sagt, oh, die kriege ich doch sowieso. Und darum geht's. Und diesen Leuten, die mit Gewalt, mit Atomwaffen die Welt zerstören wollen,
wie beispielsweise Frau Baerbock. Ich sage auch immer, das gibt das Jahrhundert der Frauen. Der Frauen von der Leyen, Baerbock, wie heißen sie alle, diese Finanzministerin und so weiter. Das gibt das. Und das, da muss man fast frauenfeindlich werden, weil man offensichtlich sieht, dass irgendwie die Realitätssinn von Frauen fast noch schlimmer ist, wie der, also offensichtlich noch schlimmer ist wie der von Männern, wenn man zudem Herrn Spahn sieht, der vermutlich ja die weibliche Rolle in seinem Spiel spielt, gehe ich mal davon aus. Denn ja. So, soweit zum Thema Zelensky. Der will einen atomaren Präventivschlag. Er bezieht sich auf ein Mitglied, darauf, dass er ein engagiertes Mitglied des Atomwaffensperrvertrages ist, geht nach Deutschland, sagt, ich will Atomwaffen, sonst besorge ich mir sie sowieso. Und dann verlangt er dann auch noch das. Und solchen Leuten liefern grüne Leute, die grundsätzlich eben gegen grüne Leute, die grundsätzlich keine Waffen liefern wollten, den Leuten, die Atomwaffen dann und die Leute, die dann Atomkraft ablehnen, weil die ja was richtig ist, weil bei einem GAU kann die Landschaft zerstört werden. Das sehen wir beispielsweise an Tschernobyl. Wir sehen es aber auch an Hiroshima und Nagasaki. Und diese Leute, die sie hier mit dem Gesicht, hier im Bild sehen, denen Leuten werden hier massiv Waffen und Waffen, 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 hat ja der Herr Hofreiter gesagt, nur noch Waffen. Liefert denen Waffen und keiner dieser Leute war jemals bei der Bundeswehr oder irgendwas. In diesem Sinne, so kommt der Atomkrieg sicher und ich äußere mich auch dazu. Und leider hatte ich in den meisten meiner Voraussagen, leider hatte ich recht. Es wird aber als Jahrhundert der Frauen eingehen. In diesem Sinne, euer Ingenieurkanal.